Recht herzlich willkommen zur 122. Folge von Towns. Ja, wir sind am Dachbauen hier noch und ja, wir hatten auch letztes Mal geguckt nach Rüstung, dass das hier noch wird. Ja, sieht sogar so aus, als ob es doch tatsächlich ein paar Sachen gibt noch, die anziehen. Hat man nicht einen Händler auch da gehabt? Ja, aber da ist nichts mehr. Doch, da wären noch zwei Hemden. Okay. Naja. Na, irgendwann wird ja auch einer anziehen. Gut, hier läuft's jetzt. Das wird gebaut alles. Ein tiefer, ne? Dann sind wir da besser bei. Da kommt der nächste Händler. Achso, ne. Erstmal nur laufen lassen, ne? Bis der dann da ist. Ne, das wollen wir nicht so machen. Das machen wir so und so. Ja, super. So machen wir es nicht, sondern so. So, ich glaube, können wir komplett durchziehen. Na, da wäre es jetzt, der fällt wahrscheinlich dann runter, ne? Okay. Müssen wir gucken, welcher zuerst kommt. Und dann könnte das ja auch gehen vielleicht, ne? Da kommt einer mit dem Stein, aber den hat er auf die Ecke gelegt. Jetzt kommt noch einer, der von oben, der ist aber dahin gekommen. Das ist alles gut hier. Achso, da ist nur eine ganze Reihe, die noch gesetzt werden muss. Na, ich habe die Taste nicht gedrückt. Die Shift-Taste. Gut. Jetzt ist der Händler wohl da. Ah, der hat noch mehr Rüstung. Buchsenfelgen, aber es. Achso. Tauschen wir nur, wenn gegen Geld, ne? Aber warte mal. Gucken wir erstmal nach da unten, was da so ist, aber was Tolles ist da auch nicht bei, ne? Warte mal. Ja, Hosen sind ein Defizit. Das heißt, wir nehmen die beiden, wir haben nichts zu tauschen, außer ja, die beiden Sachen machen wir und fertig, oder? Gut, weg damit. Und weiter. Oh, da steht einer. Aber die können runter und hoch hier, oder? Ja, stimmt. Also kein Problem. Das geht. Das geht noch nicht. Die Reihe wird auch nicht gehen. Ist noch ausgewählt, ja. Das geht, die beiden Steine zu setzen. Hier ist nichts runtergefallen, ne? Nein. Okay. Sind alle am Wuseln. Da kommt wieder einer mit dem Stein. Der ist aber da hinten hingesetzt worden. Ja, die sitzen jetzt alle dahin. Da ist zu. Und das würde bedeuten, die Reihe kann jetzt auch geschlossen werden. Also das geht. So, da können wir machen. Das kann zu. Warte mal da. Ne, da wird doch, da wird auch gehen. Ja, ich glaube, wir können die ganze Reihe zusetzen. Selbst da hinten geht's, glaube ich, ne? Oder ist der? Nee, der ist auch passend. Das kann alles zu. Und hier, diese Reihe geht auch komplett. Und selbst hier im Flur geht's, oder? Ja, das ist jetzt nur doof auszuwählen. Machen wir mal so. Läuft. Die Tür und die auch. Das bedeutet, diese Reihe geht auch. Da in der Mitte fehlt einer. Der fehlt da in der Mitte auch. Der wird runterfallen. Die würden gehen. Da wird er runterfallen. Das geht. Das geht auch. Das geht auch.
Dann geht die Reihe. Und ja, da ist ein bisschen was noch, was runterfallen würde. Das geht auch. Ja, super. Funktioniert alles super. Gut, okay. Ja, die müssen noch ein paar Steine dann tragen, ne? Kriegen wir aber auch noch hin, denke ich mal, ist kein Problem, ne? Jetzt ist es wieder heller geworden. Die tragen auch die Steine hier noch hoch. So. Da, ja, gut. Der kommt dahin. Der dahin. Der dahin. Alles läuft. Oh, ein zu tief. So, der würde noch runterfallen und der würde auch einer runterfallen, ne? Die laufen alle, da würde auch einer runterfallen. Obwohl diese Reihe würde gehen, ne? Gut, und nee, was? Nee, da wird auch keiner mehr runter. Jetzt sowieso nicht mehr, weil jetzt ist gerade die Reihe fertig gemacht worden, ne? So. Da sind jetzt alle gesetzt, da sind alle gesetzt, da sind, bis auf die beiden, also dieser hier, der fällt ja runter, sonst würden alle gehen, da fällt auch noch einer runter. Gut, das funktioniert. Ja, wir könnten, ich setze mal die Reihe dahin, machen wir mal. Sollte funktionieren. Der eine, der könnte runterfallen, kommt darauf an, welche zuerst gesetzt wird, ne? Gut. Schauen wir mal. Dass wir das hinkriegen. Guck, da ist der passende gesetzt worden. Das heißt, die anderen können auch nicht runterfallen. Ist auch keiner runtergefallen, oder? Nein, bis jetzt noch nicht. Super. Und da wird weitergebaut. Gut, hier unten. Die sind alle, einer muss da noch hin, sonst geht das nicht. Und da ist, hat's geklappt, ne? Die können auf jeden Fall gebaut werden. Und da geht der und der, jetzt ist das da, glaube ich, auch fertig. So, die können alle gebaut werden. Die auch, gut, ist alles ausgewählt. So, hier ist noch ein bisschen. Ne, der da hinten, der kann gebaut werden. Die können alle gebaut werden. Na, jetzt kommen auch noch Steine. Ich glaube, wir ziehen es einfach durch und dann sehen wir, ob es gebaut wird oder nicht. Und wenn einer runterfällt, fällt einer runter. Sieht doch gut aus, oder? So, die haben alle hier schöne Räume jetzt. Und wenn das dann zu ist, dann können wir weiterbauen. Die nächste Etage, ne? Ja, wir brauchen nämlich Betten, sonst kommen keine Immigrants mehr, oder wie war das, ne? Das ist definitiv klar. Ja. Hier müssen wir mal überlegen, wie wir das da managen, ne? Und da gehen die Löcher mehr zu. Das ist auch super. Ist da eine Treppe, oder wie kommen die da hoch? Am Dach hoch gehen die, oder was? Wegen Schräger vom Dach. Das könnte sein. Ich glaube, da fehlt mir noch ein Kästchen. Kann das sein? Ich glaube, das sieht jetzt anders aus, oder? Ja, könnte sein. Gut. Die haben erstmal was zu schaffen. Lass uns noch gerade in den Keller gucken, wie es hier so aussieht. Nee, da. So, diese, doch, diese Etage ist schon richtig. Ist hier hinten? Ja, hier hinten ist noch was aufgedeckt. Nee, glaube auch noch nicht mehr, oder? Ist das hier oben mehr geworden? Könnte sein. Das könnte sein. Auf jeden Fall machen wir das mal weg, dann können die da durchlaufen. Hab natürlich die Shift-Taste nicht gedrückt, auch gut. Nochmal Shift-Taste. So, jetzt haben wir das geschafft. Die dahin und die dahin und die alle weg und die auch alle weg. Da haben wir noch einen.
Die beiden bitte auch weg. Die drei weg. Da. Zwei hier. Einer da. Die beiden müssten auch noch weggehen. Ja. Das sieht doch gut aus. Hauen wir alle weg. Da auch. Und da kommen sie schon zum Arbeiten und picken die Wände kaputt. So. Die auch weg. Die beiden weg. Ja. Das ist alles prima. Hier, das können wir wahrscheinlich komplett wegmachen. Das weg und das dann auch weg. Da abbauen. Da abbauen. Das weg. Weg. So, da haben sie da unten auch was zu tun. Hier können die schon durch, glaube. Hier können wir noch einen Durchbruch machen. Da gibt es dann da kürzere Wege dadurch. Okay. Das weg. Die drei auch weg. Die beiden weg. So, andere Seite ist schon ziemlich leer ausgehöhlt hier, schon komplett. Da fehlt eine Kerze irgendwie. Na, lass uns mal die Kerze reinstellen. Zurück. Nochmal zurück. Deko, Kerze, Kerze. 1, 2, 3, der muss da natürlich hin. Nochmal die Kerze auswählen. Dort, ne, oder? Die stehen anders wie die. Auch wieder gut geklappt wahrscheinlich, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da liegt ein Stein, der muss weg. Und der ist nicht weg. Daneben geklickt, wa? Hä? Destroy Stone. Jetzt muss er aber weg sein, oder? Jetzt ist er weg. Gut. Schauen wir mal weiter dann. So, hier sind die alle gut beschäftigt. Da fehlt auch eine Kerze. Ja. 1, 2, 3, das heißt, da muss auch eine hin. Ich glaube, da fehlt auch eine, ne? 1, 2, 3, ja, könnte sein. Sehen wir dann. Oh, da ist auch irgendwie was undicht geworden, aber das war ich doch nicht, oder? Das sieht auch ganz dicht eigentlich aus. Ja. hier unten hatten wir. Ja, das haben wir gut eingekerkert wieder. Das war meine Schuld, aber hier oben kann ich mir nicht entsinnen, dass ich das war. Oh, guck mal, das Wasser ist runtergegangen, oder was? Ist das hier runtergelaufen? Ist das eine Etage tiefer? Das könnte sein, ne? Weil das Wasser ist normal so hoch, oder? Trocknet das aus? Das wäre interessant, ne? Das ist der unterirdische Fluss, der ist da auch angeschlossen. Naja. Mal dann gucken, ne? Oh, guck mal, da ist sogar mitten drauf Steine. Schweben die oder sind das? Ne, das ist wahrscheinlich in der Ebene. Gut, okay. Pick, pick, pick machen sie immer noch. Hier, da ist jetzt durch. Jetzt müssen wir dann nochmal einmal da die Reihe wegmachen. Die auch weg.
Kommen noch zwei. Die laufen hier irgendwie so einen Umweg, ne? Ah, dann können wir hier durchbohren. Gut. Können die dann nachher durchlaufen. Gut, okay. Wo läuft der Held hin? Da läuft auch diesen komischen Weg. Ist hier die Treppe runter oder so? Nee. Oder kommen die da irgendwie durch? Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Keine Ahnung, wo der herkam dann. Gut, okay. Haben wir erstmal. Nach oben. Wie sieht unser Häuslein aus? Dach fertig. Dach ist fertig. Wunderbar. So, da müsste man überlegen, wie man hier weiter vorgeht. Aber das, denke ich, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.